Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zum letzten Tag des Kinderärztlichen Kongresses hier im HAB 27. Ich freue mich, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Wir hatten eine unglaublich spannende zwei Tage hinter uns und auch der letzte verspricht wieder sehr gute Beiträge, insbesondere aus dem Bereich der Entzündung. Wir haben heute eine Plenarsitzung, wo wir uns eben mit der Entstehung von Entzündung im Kindesalter auseinandersetzen möchten. Herr Professor Völl wird darauf eingehen, wie misst man eigentlich Entzündung im Kindesalter. Herr Professor Diefenbach geht darauf ein, was prägt das gesunde, aber auch das kranke Immunsystem im frühen Kindesalter. Wird viel darüber sprechen, welchen Einfluss das Mikrobiom darauf hat. Und Herr Professor Dan Kastner aus dem NIH wird uns berichten, wie genetische Defekte dazu beitragen können, dass Kinder an autoinflammatorischen Erkrankungen leiden. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Sitzung, die wirklich so die Grundlagen der Entzündung, aber auch therapeutische Ansätze beleuchten wird. Auf was ich noch eingehen möchte, ist eine weitere Sitzung zum PIMS. Und da freue ich mich insbesondere, dass Herr Alexander Belot aus Lyon dabei sein wird, der maßgebliche Arbeiten publiziert hat über die Pathophysiologie dieser Erkrankung. Und ich glaube, dass wir auch viel von ihm lernen werden, wie wir diese Erkrankung früh erkennen können und wie wir eine zielgerichtete Therapie bei diesen Kindern einleiten können. Also ich glaube, es wird wieder ein ganz spannender Tag. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich lade Sie zu diesen Sitzungen ein und ja, wünsche Ihnen einen erfolgreichen letzten Tag des Kongresses.